So, warum sind wir eigentlich hier? Ich hab's vergessen. Was wollte ich hier? Ist das ein Eis zum Schmelzen, der große Brocken da drüben? Aber wenn da nicht die Mother of All Loot drin ist, weiß ich auch nicht. Ofenkäse hat qualitativ in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Der hat teilweise nicht mal eine richtige Konsistenz, sondern so noch flüssige Brühe. Muss man gefühlt Glück haben. Echt? Haben wir eine Ofenkäse-Krise? Warum hat Böhmermann da noch nicht drüber geredet? Gib zu, ich habe Böhmermann früher sehr viel geguckt. Ich habe einfach keine Zeit mehr. Aber Ofenkäse? Nee, der wird schon zwei, die Zeit vergeht. Ja, übel, ne? Hm. Ja, und sonst so, wir müssen jetzt ein bisschen warten. Ofenkäse? Echt, ist der so schlecht geworden? Wir hatten erst Ofenkäse. Die vermehren sich erst 1, 2, 4, 8, 16, 32. So funktioniert das zum Glück nicht bei Kindern. Wobei, ich hatte auch erst 1, dann 2. Das heißt, beim nächsten Mal kriege ich Zwillinge? Nee, ist... Nee. Siehst du schon nur die... Oh Gott, ich schon. Bester Grund, dass zwei reichen. Na ja, gut, dann müssen wir daneben stehen. So, ich bin echt gespannt, was da drin ist. Oh, daneben schmilzt es schneller. Drüber. Oh. In nur wenigen Wochen wird es so viele Daves geben, dass nicht mal mehr IPv6 ausreicht, um ihnen alle eine Adresse zu geben. Aha, eine Höhle ist dahinter. Ja, ich hau das mal hin, dass, falls da Loot drin sein sollte. Und dann hier wieder Bombe. Entdeckt. Nordhöhle am Billon-Schneefeld. Ja, hier sind schon mehrere Bomben zum Looten. Heißt, ich soll hier was sprengen. Ist das eine Kaputtmachmauer? Ja, nee, die ist blau. Oh, nee, doch nicht. Oh, nee, ach, das soll Eis sein. Das habe ich verstanden. Oh, Echse, 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 Echse. Die habe ich lucky bekommen. Ja. Da ist ein Kopf. Hup, hup, hup. Langsam. Da, was so? Link. Oh Gott. Ja, stopp! Oh Gott. Ich bin einfach runtergespült worden jetzt. Das war keine Absicht. Okay. Kiste, 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 Kiste. Mein Loot. Meins, 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 meins. Früher gab es noch den Reifungsgrad. 5 Holzpeile, okay. Auf der Schachtel, wie lang vor dem MHD wurde gegessen zu werden? Weil mittlerweile ist das halt eher zum Direktverzehr geworden, optimiert worden. Ja gut. Ich habe aber jetzt auch Ofenkäse nie auf Vorrat gebunkert, sondern ich habe mir ein, zwei gekauft und die habe ich am selben Abend und drauf folgenden dann gegessen. Oder wenn du halt irgendwie eine kleine Party gehabt hast und wusstest, da kommen 3, 4 Freunde vorbei, dann hast du halt irgendwie 4, 5 Ofenkäse geholt, ein paar Semmeln und gut war. Oh, hi, da ist er. Hallo. Gleiten, danke. Und ja, ich habe schon wieder Semmeln gesagt. Und die Dinge heißen ja auch nochmal Semmeln. Haben wir endlich genug Daves, um alle Regierungen zu besetzen.
Das ganze Land nur von Daves regiert. Wäre so ein glückliches Land. Ihr wollt doch auch alle von Dave regiert werden, oder? Hallo? Oh, hi. Hallo. Goddammit. Hau jetzt zu, Link. Was ist denn dein Problem? Willst du sterben? Hast es wieder versemmelt. Gar nicht. Ich habe ganz festgestellt, es gibt einen Film namens Dave von 93. Ein Kevin Klein hat uns gespielt. Ich gibt doch auch den Film Mensch Dave, in dem Eddie Murphy einen Dave spielt. Oh, nein. Kevin Klein Dave. Kevin Klein Dave. So. Ja, guck mal, der sieht schon aus, als wäre, Dave ist eine... Das, also die Bilder, die ich sehe, da steht ein, Dave ist der Präsident anscheinend. Sieht zumindest danach aus. Die ersten Bilder sind schon mal gut. Wir gehören einfach in Machtpositionen. Ach Herrgott, Quatschviech jetzt. Und weil Link einfach nicht zuschlägt... Ey, deswegen sind Zweihandwaffen für einen Arsch in dem Spiel. Ey, das gibt's doch nicht. Es ist doch unmöglich. Dieses Scheißvieh. Echt mal, Dave. Baguette zu Ofenkäse, nicht Semmeln. Geht beides. So, kann ich bitte wieder nach oben? Aha, Meerwasser. Gut. Spiegel steigt. Ich kann nichts drücken. Hä? Oh, das ist jetzt eine... Wir machen hier eine Quelle. Oh. Audi TT RS würde ich mir holen. Ich kann dieses Auto nicht mehr sehen. Mein ehemaliger Chef hatte das. Seitdem ist das Auto bei mir so unten durch. Das ist der Chef, von dem ich schon mal erzählt habe, den ich dann angezeigt habe später. Das ist doch... Es ist so lächerlich, dass ich diese Viecher nicht bekämpfen kann ordentlich. So. Push, wollte ich dann sagen. Ach, soll ich. Das ist so. Willst du das Bild jetzt einsammeln? Link, du stehst nicht weg davor. Aber das ist nicht die Einsammelbare, ne? Ja, verdammt. So, von da kommen wir. Da drüben ist Loot. Loot. Loot-Shoot. Haha. Ja, genau, der linke wird sein, wo... Hat der Ferris auch den Chef? Yes. Das ist der Chef, wo Ferris und ich uns kennengelernt haben. Ja, ach mein Gott, geweckt. Hau jetzt zu, du Affenkönig! Ist denn der andere da? Es ist doch lächerlich. Ich nehme das andere Waffe. Diese verfickten Zweihandwaffen. Die brauchen Hunde. Oh Gott, ich habe auf die Bombe gehauen. Na toll. Ein Restleuchtpilz. Naja, gut, dass wir jetzt hier eine Quelle haben. Muss ich keine Highlight-Items verwenden. Fällt das noch? Ja, denke ich schnell. Ich kenne nur Dave aus Die Pinguine aus Madagaskar. Da habe ich nie gesehen. In dem Film Dave geht es darum, dass Dave als Double den US-Präsidenten vertreten soll, während er im geheim in einem Krankenhaus ging. Sehr lange nicht wiederkommt. Oh doch, das sagt nur was. Ich glaube, den habe ich mal gesehen vor 20 Jahren oder so.
Wollten wir eigentlich ein neues Auto holen, aber die Preise sind so hoch. Sind Bobbycars jetzt schon so teuer? Wow, Tobi. Wow. Nee. Sportauto. Ich brauche kein Sportauto. Ich fahre einen ganz normalen A3. Das reicht mir vollkommen. Ein schönes Auto. Punkt. Brauch keinen Überflitzer. Also. Das ist jetzt. Jetzt muss man wieder hin und her wechseln, ey. Bonk. Oh, wollte gerade sagen, wieder ist nix. So, Wasser. Ja, steigt nochmal. Das muss noch einmal steigen, nehme ich an. Oh nein. Oh. Okay. Eine Kiste. Hab. So, haben wir jetzt aber alles aufgemacht. Das ist wichtig. Nee, da ist noch eins zu. Da, 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 da. Das ist das letzte dann. Okay. Diese Zweihandwaffen, sie brauchen einfach 100 Jahre zum Zuschlagen. Ich möchte ehrlich gesagt die Waffe wechseln. Dieses Spiel! So, dann haben wir nämlich jetzt wieder ein Plus an Donnerblumen gemacht. Okay. Ich fühle mich beobachtet. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ja, die zweite kann ich vergessen. Da. So, hi. Nee, das war jetzt nichts Gutes. Medo-Helm, Kälteschutz. Der Helm eines Kriegers, der in längst vergessenen Zeiten die Orni beschützte. Er soll das Band mit den Orni stärken, wenn er von einem Hylianer getragen wird. Cool. Ach so, weil war Medo. Ah. Verstehe. Aber das ist eine stärkere Rüstung. Der Vogeltitan hieß Wamedo, deswegen der Medo-Helm. Das sind Truhe, die da am Stall. So, dann trocknen wir hier mal noch ganz fix. 29 Herzen hast du jetzt. Das ist gut, ja. Geht's hier raus? Nee. Mist. Hallo, ich drück die Taste doch, Spiel. Sei doch nicht so. Oh. Hier hab ich nicht geloot. Wo geht's denn jetzt hier raus? Moment. Oh, da geht's raus. Ach, wir sind hier runter. Oh, warte mal. Oh, da liegt noch Loot. Ich muss quasi jetzt rausporten, ne? Das ist eine Einbahnstraße gewesen jetzt. Hier, das ist ja blöd. Ich hab doch hier eigentlich einen Schrein gesucht. Was ist denn das? Ey. Ach, diese Steuer doch manchmal. Achso, das Riesenfossil, ja. Den Krog da oben. Dann sind wir hier rüber. Was ist denn das? Na gut. Was war mit diesem See nochmal? War da nicht auch irgendwas, dass man eine Kugel da entlang fahren musste? Ich meine ja, ne? Ja gut, dann. Oh Gott. Wie zum Geier soll ich denn da hinkommen? Das ist eine Südoase. Exil der Drachen. Ich will eigentlich keine Drachen haben. Na, das ist denn nur mal. Achso, wieder keine Quest an, ne?
Ja, nein. Machen wir das Ding noch schnell, dann haben wir es auch hinter uns. Dann haben wir wenigstens eine ganze Questreihe fertig. Und dann gehen wir zu irgendeinem Volk und helfen denen. Das wollten wir machen, genau. Ich möchte eigentlich mindestens eine Volk-Quest heute mal machen. Die Ruinen nördlich davon. Oh nein, wir müssen wieder nur in eine Richtung laufen, ne? Ach, scheiße. Solange die Karte geht. Ha. Oder gleiten. Oh. Mal dahin. Ach, da ist die Oase. Mhm. Da ist ein Krog. Ja, wobei, man sieht doch das Skelett ja schon, ne? Wie weit ist das nicht? Was ist denn das? Ist das so ein runtergefallenes Teil? Nee, da ist irgendwas. Guck mal. Da, in der Mitte. Was? What the fuck passiert hier im Game bei mir? Hast du Hände gefunden? Die sind böse. Da ist ja auch noch was. Den haben wir aber schon, okay. Also markiert zumindest. Elzertal. Bestgerude Ruinen. Ja. Da ist ein Schrein. Da ist noch die Markierung drunter. Naja. Moment. Nee, das ist schon ganz schön weit. Da steht jemand. Guck mal dahin. Ich habe einen Endboss bei mir auf einmal. Good luck. Ich glaube an dich, du schaffst das. Wird schon nicht so schlimm werden. Ah, das ist so ein Lichtding. Das kennen wir, das haben wir schon mal gesehen. Und es geht jetzt schon los. Ach, willst du mich verarschen? Ich. Okay. Na gut. Meine Waffe kaputt gegangen? Ja, ist so, ne? Ich brauche mehr Waffen. Eindeutig. Nope, bin tot. You tried. Ich laufe jetzt einfach dem Strahl lang. Jetzt habe ich eine Art Orientierung. Das ist voll gut. Was bist du? Weg. Weg bist du. Oh ne, was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie ein Kapotärimon mit Schmetterlingsflügeln. Von denen. Ja, du hast ein Schwert im Kopf. Das ist okay. Lass mich ein, so. Das ist ein Stein. Achso, das ist ein Fleck auf dem Monitor gewesen, der zufällig genau in den Stein gegangen ist. Und ich dachte, hä, ist da ein Stein, wo ein Schwert drin steckt? Okay. Lalalala. Ja, aber es ist gut. Wir können jetzt wenigstens einfach dem Strahl folgen. Das war gar nicht so dumm. Erst dahin zu gehen, ist das ein Schiff? Hier, da stehen drei. Oh, hi. Der Fokus in dem Spiel, dieser dumme Kackfokus. Jetzt ist die Waffe schon wieder voll. Ne, du mir auch. Wo ist denn der Strahl? Den sieht man noch gut. Solange ich eine Orientierung habe. Wisst ihr noch das letzte Mal, als ich versucht habe, nur in eine Richtung zu laufen? Und wir eine riesen Banane quasi gelaufen sind. Ja, hat gut funktioniert, ne? Das ist ein Licht. Die ist auf jeden Fall irgendwo. Was ist denn das Licht denn da? Da komm ich da hoch. Ich würde da gerne mal hochklettern.
Riesenbanane, Dave, pack aus. Ach, Tobi, benimm dich. Ist das Gold? Darf ich es mitnehmen? So. Huch. Huch, was? Ah, ja. Da ist wieder so eine Laterne drin, seht ihr das? Ich muss das jetzt einfach nur richtig hoch. Die richtige Höhe drehen. Oh, was? Und da drüben geht's. Jetzt habe ich aber keine Orientierung mehr. Das ist ja blöd. Nicht berühren. Egal, dann runterfallen. Mist, dann das Licht ging so, ne? Fuck, das ist jetzt blöd. Das hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt ist meine Orientierungshilfe weg. Jetzt habe ich keine Zeit für euch. Sorry. Ich muss geradeaus. Ich habe wirklich keine Zeit für euch. Ich würde echt gerne mit euch spielen, Leute. Ich würde auch den Kaktus da gerne looten. Oh nein, die sind im Weg. Warum sind hier Kaputerimons? Oh nein, die sind immer noch hinter. Au! Geht doch alle weg. Nein, lass mich in Ruhe. Nö. Wie weit noch, Mama? Sind wir bald da? Na komm. Bisschen nach links, oder? Ich hab halt keinen Plan, wo wir sind, wa? Oh. Wir sind am Kartenende. Oh, Karte. Wo sind wir denn? Oh. Ja, wir sind weiter nördlich als geplant. Ja, aber gut, der Strahl wird wahrscheinlich auch nicht richtig gewesen sein, ne? Ja. Warte aus da lang. Das wird schon irgendwie stimmen. Hab's befürchtet. Dum. Ist mir egal, was hier um mich herum passiert. Wirkt den Stick einfach nur geradeaus. Ich möchte halt da ankommen. Wenn ich mich nur ein bisschen drehe, verlaufe ich mich komplett. Ich dachte, das steht ein. Das sieht wirklich aus, als ob deiner steht, ne? Der Kaktusmensch. Vielleicht ist es ja auch ein Noctusker. Ich habe ja aber keinen Pokéball dabei. Ja. Okay, die Richtung stimmt noch. Dann kann ich auch die Wassermelonen da schnell ernten. Ne, Frostmelonen waren es, ne? Ja, genau. Na da, Licht. Man sieht es von außen. Schön. Also hier ganz draußen, das ist sehr unspannend. Hi! Wie, ich kann den Bogen nicht nehmen. Bogen. Weg damit. Haben wir den schon mal fotografiert? Ja, na gut. Oh, eine Sandrobbe. Das ist ein cooles Bild. Aber du darfst du bleiben. Ich habe zwei schöne Pokebälle. Bin müde. Bin müde bis sonst was heute Nacht, ihr wundersame Menschen. Hey, vielleicht komme ich um 5 Uhr nochmal vorbei. Um 5 mache ich aber spätestens aus, das weißt du. Aber Strategy, dann danke fürs dabei gewesen sein und schlaf wunderbar. Dish. Da wohnt doch jemand. Ein Rumi mitten in der Wüste.
Sollte nicht hier das Koloss-Dings gewesen sein mal? Das ist ja weg. Na, da ist eine Höhle. Die gab's früher nicht. Ich habe zwei Sachen reingeschrieben. Was hast du denn an was zwei Sachen reingeschrieben? Wie, wo, was? Wo hast du was reingeschrieben? Ja, hier war dein Camp und dann bist du in die Höhle gegangen. Im Discord. Das gucke ich mir später an. Dann schlaf wunderbar jetzt. Um 3.40 Uhr wird's hell in Hyrule. Imagine. Wie nervig das wäre. Wenn es einfach kurz vor 4 schon fast taghell wird. Oh je, ach, da ist es ja. Bonk. Ach, der zerbricht auch gleich. Ich rast bald raus, hier zerbricht gerade alles gleich. Maxi-Echse. Ach, guck an. Aber mal alle umarmen. Warum auch nicht? Und nicht da hinten. Ich sehe dich doch schon. Oh, hi. Auch eine Maxi-Tatsache. Cool. Nein. Zuschlagen. Link. Ein Feuerstein. Es kann doch nicht sein. Das ist... Wahrscheinlich kriegt jeder einfach mal sauguten Loot raus. Nur ich nicht. So, wir brauchen Steine. Warum liegen hier denn jetzt keine Steine rum? Die ich an... Ja, da unten. Na gut. Dann können wir erstmal herausfinden, was du möchtest. So. Synthese, aber wir nehmen die Händchen. Na. Da, hallo. Oh, da vorne ist ein Stein. Da kann man nämlich alles erstmal kaputt kloppen. Da sind Feen. Also auf alles. Ich will Feen. Die im Wasser wird gemessen. Die Himmelssteine. Die habe ich immer unterwegs schon gemacht. Was soll das denn? Übrigens, auf Feen schießen habe ich schon versucht. Das funktioniert nicht. Für sie getestet. Komm runter. Komm runter. Ja, tiefer, 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 tiefer. Komm, noch ein bisschen mehr Lockhart. Nicht nach oben! Rrr. Komm. Bei der letzten kann man halt springen, aber wenn ich jetzt springe, fliegen halt alle weg. Genau, komm weiter runter. Ich bin gar nicht da. Du hörst hier gar nichts plätschern. Ach komm, also die Breath of the Wild war nicht so schlimm. Warum sind die denn so hoch hier? Muss ich runterfallen und die im Fallen mitnehmen? Ja, die sind alle drei gerade so hoch. Was soll das denn? Oh ja, jetzt kommt sie runter. Jetzt kommt sie runter. Nein, sie dreht. Was? Wie viele Feen haben wir denn? Wo sind die denn? Wo sind denn die Feen? Haben wir keine mehr? Wo habe ich keine Feen mehr? Halt, stopp. Ich habe keine Feen mehr. Die sind unglaublich wichtig, dass wir jetzt hier eine Fee mitnehmen. Ja gut,
Dann wird das jetzt hier ein bisschen dauern. Die will ich alle drei also jetzt. Geh doch jetzt runter. Was ist denn hier? Eine Fee. Gott sei Dank. Hier drüben läuft es am nervigsten. Also haben wir es erst wieder. Na, immerhin eine. Das heißt, wir können einmal den Tod bescheißen. Nur so 20, die ich machen müsste. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich gemacht habe. Oben, unten, irgendwo. Was sind denn jetzt hin da? Oh Gott. Das wird jetzt auch wieder was. Und kaum bewegt man sich, geht so hoch. Ach, die hört einen doch. Ich bin halt auch im Wasser, ne? Ja. Oh mein Gott, du warst fast tief genug. Okay, die da drüben ist ganz sautief. Die ist sautief. Die ist tief, 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 tief. Jetzt ist sie weg. Ja, von da oben kann man sie dann easy holen. Oh, das ist doch alles nicht. Das ist ja jetzt schon langweilig. Und jetzt stellt euch mal vor, ich werde hier stundenlang nur Erze sammeln. Nee, das war schon eine gute Idee. Mit dem Tube. Ja, gut. Zwei Feen. Perfekt. Kann man Feen dupen? Nämlich das hier. Oh, die ist jetzt weg. Nee, da hinten ist sie. Die ist super tief, die ist super tief. Ja. Komm. Sie hat sich verflogen, sie hat sich verflogen. Nein! Ich glaube, auf dem Boden sind es wie 420. Nicht gezählt, aber Bauchgefühl. Ja, keine Ahnung. Ich würde eher sagen, weniger. Vom Bauchgefühl. Oh mein Gott. Ich sehe schon die ganzen Bomben, Blumen. So. Und noch ein paar. Ach, da ist auch ein Erz da oben. Wenn du nichts Gutes bist, dann gibt's aber Ärger hier. Ich kann ja leider keinen Ärger machen. Du, das Spiel sitzt am längeren Hebel. Ich kann höchstens aufhören, dich zu spielen, aber... Das will ich ja auch nicht. Hä? Perfekt. Gut. Dann haben wir jetzt drei davon. Das sollte doch reichen, um hier alle Erzquellen zerschlagen zu können. So. Aha, ich wusste doch, dass du nicht widerstehen kannst. Wie es scheint, liebst du Fossilien genauso sehr wie ich. Ich liebe dein Geld. Die Fossilien sind mir egal. Sieh dir mal dieses Fossil an. Sieht mir ganz nach einem Kolossalkalb aus. Findest du nicht auch? Ja, da sieht man. Ganz genau. Sieh genau hin. Frage mich, ob es sich hierbei vielleicht um das Fossil eines Kalbs des anderen Kolossfalls handelt. Aber wo mag nur der Rest davon abgeblieben sein? Es sieht dem größeren Kolossfall nämlich verblüffend ähnlich. Ach so, das Ding meinst du. Mhm. Wäre es nicht herzerwärmend, Mutter und Jungtier wieder miteinander zu vereinen? Ich gehe stark davon aus, dass es sich, dass die Teile des Körpers und die Schwanzflosse hier irgendwo in der Nähe befinden müssen. Ich habe so viele Strapazen hinter mir, jetzt will ich die beiden auch im Komplettzustand sehen. Koste es, was es wolle. Das mit dem Koste ist, was es wolle, hast du schon ein paar Mal gesagt. So viel ist es dir aber dann doch immer nicht wert. Okay. Da wird er sehr viel sprengen, das ist mir schon klar. Die Frage ist nur, wo? Irgendwo muss hier wieder was sein. Dass man aufsprengt, die Teile holt. Vielleicht ist es aber auch gar kein Kopf, sondern einfach nur eine Schere. Vielleicht irgendwie Scheren.
diese Kolosswale. Und aus den Kolosswalen hat sich dann später erst die Rasse Wal und Krebs herauskristallisiert. Durch die verschiedenen Entwicklungen der Spezies an verschiedenen Orten. Warte. Hallo, was? Nein. Bock? Immerhin. Was machst du denn hier, Kleiner? 28. Blonk. Entschuldigung. Ja, doch. Nein! Goddammit. Ich sehe die immer so spät. Aber gut, hier oben mit einer Echse habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Aber eine Maxi-Echse wäre schon, nicht schlecht, um mehr zu haben. Oh Gott, dann. Warum? Spiel, warum? Weil. Den nehme ich gerne zurück. So, und? Den Heini muss ich auch noch suchen. Jetzt haben wir 18 schon davon. Also wird er da so immer quatschiger. So, aber wo soll das denn sein? Soweit ich weiß, sind die Wahlskelette aus der früheren Zelda, die Könige, zum Beispiel von Phantom Hourglass, die Windkönige. Ich habe keine Ahnung mehr von Phantom Hourglass. Das sind Teile. Nein, das ist das Falsche. Wie ich drücke so oft nach rechts, mehr tut nichts. Die Steuerung ist so. Ich weiß nicht. Irgendwas ist an dem Spiel komisch. Vielleicht ist es wirklich beim Pad. Ich habe kein anderes. Mit den Joy-Cons spiele ich sie hier nicht. Die sind auch mit diesem zusammengesetzten Teil. Das geht, aber. Nee, das muss ja nicht. Ach, die Dinger sind hier im Sand. Stimmt, hier aber doch irgendwo. Wo ist denn das Laubgebläse hin? Da. Dass man das immer machen muss. Okay. Und das jetzt von Sanddingsbums zu Sanddingsbums. Sandhaufen. Heute ist mit Wortfindungsstörung wieder ganz schlimm. So. Ach so, das ist die Hand. Okay. Jetzt würde ich erstmal da liegen und nehme das Ding mit. Muss ich das jetzt auch akkurat zusammenbauen, das Teil? Ich hoffe eher nicht. Ne. Also, ich würde ja tippen, das ist der Schwanz. Und fehlt aber der ganze Brustkorb. Okay. Der würde aber da nicht reinpassen. Nein! Hä? Topaz, okay.
Ich krieg doch hier so viel Bombenkram. Ich muss doch irgendwo was sprengen. Das will mir das Spiel doch damit sagen. Aber wo? Der Boden hier? Nein. Was soll ich denn hier in die Luft jagen? Decke? Nö. Hier? Nö. Hä? Ich will noch keinen Sandhaufen mehr, aber wir brauchen trotzdem noch den Brustkorb. Ich übersehe was. Aber was? Einigen wir uns schon mal drauf, ich bin blind. Die Frage ist nur, wie blind. Oh, da oben. Okay. Ja. Hm, hast du auch immer so auf Blutmond? Oft nicht, aber. Hä, schon Hopmar, wirklich? Er ist gefühlt häufiger als in Breath of the Wild. Aber er fühlt sich regelmäßiger an. Ich war hier abgelenkt von dem Ding, deswegen habe ich nicht nach oben geguckt. Das ist ja gemein. Wie viel habe ich gefunden? Habe ich 20 allein gefunden in den letzten paar Minuten? Oh cool. Das ganze Ding fällt schon mal raus. Dann brauche ich ja das gar nicht mehr zu sprengen. Das ist gut. Das wäre dann ein perfekter Schuss. Andererseits ist hier auch noch Stuff mal rausgefallen. Na gut. Aber nö. Wir haben locker 20 plus gemacht an Bombenblumen. Das ist gut. Ich muss aber nicht eine Flosse suchen, oder? Die drei Teile reichen doch. So, hab. Was stöhnst du denn so, meine Liebe? Tiefenwahrnehmung. Ja, das zählt schon. Komm, das zählt. Das hat aber nicht Dödelrüm gemacht. Also, wirklich die blöde Flosse da drüben. Tatsächlich ein Kolossalkalb. Genau, genau. Wie seine Mutter, ich kann mir genau vorstellen, wie die beiden damals gemeinsam durch das Meer geschwommen sind. Seht ihr schon? Wie lieb von dir, dass du die fehlenden Fossilien des Jungtiers gefunden und wieder zusammengesetzt hast. Hier ein kleines Dankeschön für all deine Mühen im Rück 50. Natürlich. Guck mal, sollte das 2 Stunden Arbeit für 150? Ich sage ja, es dauert 100 Jahre, erreicht zu werden. Ich könnte kaum glücklicher sein, all die niedlichen kleinen Kolosswale in Elden, Hebra und Gerudo zu sehen. Zum krönenden Abschluss durfte ich miterleben, wie eine kolossale Mutter und ihr Jungtier wieder vereint wurden. Ach, ich würde gerne für immer hier bleiben und den ausgestorbenen kolossalen Gesellschaft leisten. Dann mach das. Deine Questline ist jetzt vorbei. Oh, Waffe, meins. Ja, okay. Gut. Das war ihre Quest. Yay, wir haben eine komplette Sidequest gemacht. Juhu, und noch kein Fetzel Story. Yay! ja gut. Okay. Ich würde gerne die Oase noch finden. Den Portpunkt. Und gut, dass ich eine nordzentrierte Karte habe. Ne? Möchte immer noch mal betonen, wie wichtig und sinnvoll nordzentrierte Karten sind. Die sich nicht permanent drehen, dass man jegliche Orientierung verliert. So. Und das Dreieck, das wir jetzt hiermit erschaffen haben. Oh, da ist der. Nein. Einfach jetzt hier geradeaus. Wir müssen nämlich wieder in den Bums mit rein.